Leute, hallo. Weiter geht's mit Dark Souls 3. Ich bin deutlich besser drauf heute als bei der letzten Session. Wir haben direkt den nächsten Tag. Und ja, abhaken. Manchmal hat man so Tage, vor allem als Streamer. Wir sind gerade für euch auf YouTube so zur Einordnung jetzt schon 2 Stunden live, ne, 2,5 Stunden und haben schon so ein bisschen so Just-Chatting heute mal wieder gemacht und so. Ich rede ja auch immer mal wieder in den Folgen bei Dark Souls drüber. Heute, das war ganz lustig, wir sind wieder ein bisschen, haben wieder Quatsch gemacht und irgendeinen Quatsch angeguckt und jetzt spontan habe ich entschieden, wir machen doch mal eine Session Dark Souls. Das heißt, dies wird nicht so lang gehen, wahrscheinlich, weil ich nicht so gerne länger als, keine Ahnung, 5 Stunden streame. 2 Stunden werde ich bestimmt machen, aber ich kann euch sagen, die Laune ist deutlich besser. Ich habe auch heute im Anfang des Streams ein bisschen reflektiert, ein bisschen so eingeordnet, warum es gestern mich so gestresst hat. Ich kann es für euch kurz zusammengefassen. Ich hatte wirklich so eine flache Atmung. Ich war irgendwie, irgendwas hat mich genervt in meinem Privatleben, glaube ich. Und ich bin so ein bisschen, habe mich ein bisschen so selber unter Druck gesetzt mit diesem Ding, dass immer um 19 Uhr, gerade gucken das immer viele Leute und ich habe so ein bisschen das morgens angekündigt und hatte eigentlich, um ehrlich zu sein, gar nicht so Bock auf Zocken. Das kann ja mal passieren. Das heißt ja nicht, dass ich keinen Bock auf das ganze Let's Play mehr habe oder so. Und habe dann ein bisschen so die Verpflichtung, weil angekündigt und so. Und eigentlich hatte ich die Laune nicht. Ich habe mich so ein bisschen versucht, in so eine Laune zu bringen. Das klappt bei mir nicht. Deswegen war ich gerade zum Ende des Streams sehr müde, weil das dann automatisch sehr anstrengend ist. Und ihr wollt ja auch, dass ich hier sitze und so richtig mit Bock spiele. Und das passiert jetzt, weil das merke ich schon. Ich kenne mich. Das ist so. Ja, ist auch egal. Soll auch keine Rechtfertigung sein, sondern ich will, dass ihr versteht, was da gestern los war. Ich will es nämlich auch verstehen. Und heute ohne Greenscreen mal. So, Moment, ich muss einen Schluck nehmen. Aber ich hole euch da einmal gerne ab. Weil ich bin noch keine Maschine. Oh, scheiße, wahrscheinlich Copyright Strike, Leute, weil das ist halt echt gut. Ich glaube, ich muss aber, wenn ich diese Kamera habe, hier hochgehen, ne, Leute? Weil ich sonst immer, glaube ich, im Weg bin. Ich bin noch keine Maschine. Mit Zorn zu Yorm. Au, oh, hast du recht, fuck. Oh, ich ändere das kurz. Leberwurst, Butterbrot, sorry. Ich kann jetzt nicht wahrscheinlich so schnell dir den Credit dafür geben. Reicht dir das, dass ich dir jetzt den Credit gebe? Die Folge kommt ja auch auf YouTube. Also ich ändere jetzt in diesem Moment den Titel der letzten Folge, die gerade rausgekommen ist, also aus meiner Sicht. Mit Zorn zu Yorm ist fantastisch. Ich hatte mit Krawalllaune zu Yorm. Mit Zorn zu Yorm. Hammer, ist geändert. Danke dir, Mann. Das ist wirklich ein guter Titel. Okay, jetzt aber geht's los hier. Wir waren beim Dancer, ne? Eigentlich. Aber warum sind wir jetzt hier? Okay, ganz kurz, jetzt will ich mir hier mal ein bisschen die Zeit nehmen. Ich war wirklich, das ist schwer zu beschreiben, Leute, ich war, man merkt das immer nicht an, ne? Aber ich war wirklich hier gestern nicht, irgendwas war off. Ich war nicht so, ich war überhaupt nicht konzentriert und habe so ein bisschen meine ganze Energie auf, I don't know, irgendwie Unterhaltung, ein paar Gags machen, übrigens, aber ich war nicht so richtig drin und es hat mich alles irgendwie gestresst. Egal, ist auch wurscht, aber jetzt umso mehr will ich jetzt ein bisschen mich hier mit Ruhe umsehen. Genau, Waffen. Naja. Danke. Aber warum bin ich jetzt hier, ist die Frage. Muss ich jetzt nochmal zu Yorm gehen? Ja, danke. Ja, moin. Also ich bin ja gestern, genau, ich habe Yorm gemacht und dann bin ich doch irgendwie, ne? Dann gab es eine Cutscene mit der alten Frau und dann habe ich dieses Podest angefasst und dann kam Dancer. Und warum bin ich jetzt hier? Ich meine, ich habe nochmal gespeichert gestern. Ich laufe nochmal hin, wir gucken mal. Oh, ey, das ist unmöglich, dass die wissen können, dass die, wie treffen die mich denn? Ich bin noch keine Maschine. Ich wette, jetzt schaffe ich auch den Sprung direkt. Ah, das wäre gut gewesen. Dancer ist ein anderes Bonfire. Okay, aber ich gehe mal hier an das nochmal kurz. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ich glaube, ich habe das Item nämlich hinter dem Thron auch noch nicht aufgenommen, oder? Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Leute. Ich hatte gestern echt ein bisschen Bauchweh von dem Stream irgendwie,
habe ich das Gefühl gehabt, es war nicht so der Vibe, den ich hier gerne habe. Aber in all den Jahren mittlerweile, die ich streame, kann ich das zum Glück immer ganz gut einordnen. Das ist einfach manchmal so. Ich hatte das eigentlich, glaube ich, bei jedem Let's Play wirklich mindestens eine Folge, aka ein Stream, wo ich irgendwie off war oder irgendwie war das Game ist zu laut, sorry. My bad. Wir haben gerade andere so Sachen geguckt. Das ist ganz interessant. Die legendärste von diesen Folgen war wahrscheinlich der Affe bei Sekiro, der Stream. Da war ich komplett überfordert mit allem. Okay, wo ist denn dieses... Oh, das finde ich doch. Da habe ich mich dann zusätzlich auch noch so vom Chat triggern lassen. Also das war wirklich dann... Da kommt der Super-GAU. Warte mal, das ist doch hier irgendwo, ne? Ach komm. Das finde ich ohne Hilfe. Komm, das ist doch hier... Hier und dann die Treppe hoch. Ich glaube schon. Ich muss mal hier kurz den Vorhang zuziehen. Moment. Ich bin ja noch keine Maschine. Weil wir haben nämlich hier schon dunkel. Krass, ich habe es richtig. Oh, nice. Oh, ich mach mal gemütlicheres Licht. Warte mal, ich mach mal Dark Souls Licht. Guck mal, ich glaube, das hier ist eher Dark Souls-ig. Moment. Nee, es geht noch gemütlicher, das ist besser. Finde ich irgendwie besser. Okay. Geil. Dann gehe ich jetzt hier hoch. Bin jetzt mega OP für die Gegner hier, oder? One Hit. Warte mal, ich hab's leiser gemacht. Oh, Reactions! Okay, geil, Leute. Ja, ich merke es direkt. Ich hab richtig Bock heute, ey. Voll. Das sind ja alle voll die Kuppelgegner jetzt für mich, hä? Nice. Genau, und hier sind. Komm, wir nehmen doch diese Ritter-Dudes mit, einfach weil wir jetzt so geil sind. Da, machen jetzt Dancer, klar. Dieser Schildschlag ist eigentlich ganz cool von denen. Kann man überhaupt ein Schild, einen Speerstoß countern? Warum ist denn der so anstrengend gerade? Jetzt mal wild, kann man Speerstöße auch parieren? Habe ich mich tatsächlich noch nie gefragt. Dürfte eigentlich nicht, oder? Oh, wir haben noch einen Bone Shard, den mache ich aber auch noch. Warte mal. Ach so, das ist jetzt quasi schon direkt ein Boss-Bonfire. Boss-Tür. Hm. 9 Heals. Eigentlich haben wir Estus plus 4 schon. Ich geh mal rein. Ich glaube, ich kann den ganz gut. Ich glaube, der müsste mir liegen, so mit Dodges und so. Das war ein cooler Boss auf jeden Fall. Warte mal, die Seelen muss ich ganz schnell holen. Das waren viele, ne? Hier sind da die Seelen von Yorm. Oh oh. 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 So, zum Glück. Okay, das war. Das zählt nicht. Ich hab die Seelen aber geholt. Was geht denn hier los? Ja, Walke, moin. Woody. Liegen gebliebene Seelen, Bossfight, bin dabei. Moin, moin. Okay, warte, ich mach kurz die Strebersachen hier. Wir müssen mal kurz dieses Ding machen. Dieses Teil verbrennen. Bone Shard. Okay, das kann man hier machen, ne? Soll ich jetzt Ring der Opferung mal benutzen, oder was? Stimmt, ihr habt recht, tatsächlich. Das wäre mal echt was dafür, ne? Chat ist on point. Achtung, jetzt wird's ein bisschen schleimig für euch, aber ich mein's ernst. Wir haben heute Mittag wieder mal so Reactions gemacht und so.
Und das ist halt auch Content, der gut ankommt und so. Und macht mir auch Spaß. Nicht immer. Ich habe nicht immer Bock drauf. Heute hatte ich einfach Bock drauf. Und da hat man dann, wir hatten irgendwie so 1400 Leute hier, ne? Das ist schon recht viel. Aber ich muss sagen, bei Reactions mit 1400 Leuten ist weniger quasi qualitativ guter Chat-Input wie jetzt mit 900 und Dark Souls 3. Warte, okay, ich habe jetzt quasi alle anderen auch gedisst damit, aber check dir ein bisschen, was ich meine. Weil es spezifischer ist, weißt du? Ich glaube halt so, Reaction-Content ist halt so wie Fernsehgucken. Da ist halt einer, da schaltet man ein und so. Und hier ist halt, die Leute schalten genau dafür ein. Alter, wahrscheinlich laber ich Scheiße. Ist einfach nur so Streamer-Beobachtungen, die ich hier raus... Keine Ahnung. Lol, ich denke immer bei Just Chatting, cool, Donny spricht mit mir. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen, weil ich deinen Link nicht so gut fand, aber ich bin dann lieber ehrlich, oder? Hat ja nichts mit dir zu tun. Du hast ja dieses Unknown Memes-Ding geschickt. Das war nicht so meins. Aber ihr schickt ja ständig so Sachen, dann ist es nicht unbedingt meins. Guck mal, Walke labert ja eigentlich nur Scheiße, aber ist Zuschauer des Jahres geworden. Okay, warte, ich muss aber... ich hab den Opferungsring vergessen. Okay, gut. Jetzt mal chillig. Chillig vanillig, Leute, ich kann das. Der haut echt ganz schön rein. Jetzt, okay. Dodgen einfach. Gleich kommt diese super Drehattacke, macht der dann, wo er sich 100 Mal dreht, ne? Ist ein cooler Boss, aber... Junge! Du musst zu viel heilen. Der macht echt heftig Damage, ey. Also, Rüstung müssen wir echt was drehen, das geht nicht. Der macht, also, puh. Ach stimmt, wir haben ja auch die Kackrüstung, die Zauberscheiße an, gut, okay. Wir haben die Zauberscheiße an, ja, mein Gott. Ganz ehrlich, Chat, keiner sagt wieder was. Keiner sagt, ich hab die Zauberscheiße an. Wieder alles selber machen. Was ist es nochmal? Habe ich jetzt immer noch. Naja, das ist mir zu slow. Was ist es denn? 59? Ich kann es mir immer nicht merken. 59% Arsch. 59% Arsch. Jennifer Lopez. Kim Kardashian. Ach Gott. Hier, guck mal, das ist doch gut. Wir sind unter 60, dann kann man mitrollen. Okay, ist aber auch langsam, oder? Johnny from the block. Ich hatte diesen Dancer tatsächlich, glaube ich, bei meinem ersten Mal. Vielleicht ist es auch in meinem Kopf nur so ein Mythos, den ich mir einbilde die ganze Zeit. Ich glaube, es war First Try. Okay, ich habe geambert. Und bin full on. Ach, der Ring, ja. Scheiße. Stimmt. Warte mal. Gute Idee. Danke für den Reminder. Warte, hier oben ist aber auch noch ein Gegner. Jetzt kriege ich natürlich den Ring wieder nicht an, weil die Arschlöcher mich hier verfolgen, ne? Ah, oh, das schaffe ich jetzt wieder nicht. 100 Pro. Ich kenne mich. Ich kann jetzt hier so einen Ring nicht anziehen. Die lassen mich nicht. Ab wann ist denn hier? Ember während dem Kampf zünden. Fragezeichen. Okay, hier ist der Aggro weg. Okay, gut. Genau hier ist der Sweet Spot. Dicke wieder da. Okay. Dann schnell. Dann. Nee, das ist gut. Na, okay, doch. Ring der Opferung.
Okay, gut. Das ist nämlich echt nicht schlecht. Aber ich muss trotzdem die Seelen einsammeln jetzt. Warum back to Bonfire? Sag, drück dich einmal kurz schnell richtig aus, oder deutlich aus, Dorfi. Ich check's grad nicht, was du mir sagen willst. Ach, für Ring anziehen, meinst du? Nee, ist gerade jetzt so geklappt, gut. Das ewige Kommunikationsproblem zwischen mir und Lofi wegen Latenz im Chat. Du musst aber die Seelen trotzdem einsammeln, schnell. Das war gut. Alter, ich spiel grad stark. Gerade rollen, ich schwör. Gute Rolle. Gut für mich, dass er das jetzt macht. Oh, nice. Ich glaube, den haben wir jetzt. Nicht gierig werden. Was? Oh oh, kann ich heilen wahrscheinlich jetzt, oder? Noch heal? Okay, gut, gut, gut. Oh oh. Ah! Ah, das ist nicht heilen lassen, das ist so nervig. Okay, der sitzt jetzt aber. Ah, dieses. Ich war aber gut gerade. Ich war gut, also ich habe gute Dodges gemacht. Gutes Movement gehabt, aber irgendwie am Ende habe ich diesen einen. Okay, ich muss echt sagen, Ring of Sacrifice, Leute. Ist halt wirklich gut. Ich habe ja immer den, ich glaube bei allen, wirklich bei allen Dark Souls Games habe ich den so ein bisschen immer belächelt, ne? Aber ich habe, glaube ich, nie so richtig dran gedacht, dass das ja wirklich ganz nice ist. Ich muss kurz mal heilen. Ausgeben. Moment, mir gefällt das hier nicht. Hast einen freien Wingslot jetzt. Ah, stimmt auch wieder. Gut, der hat wieder richtig aufmerksam. Was nehmen wir denn jetzt hier? Ja, ist halt wirklich der Punkt jetzt, wo es egal ist, was ich mache, oder? Ich meine Endurance, ja. Gut. Ich habe noch einen Shard? Stimmt. Ach, Mäuselchens. Ihr seid ja richtige Mäuselchens. Das habe ich ja auch vergessen. Ah, das ist gut, wasn't it? Nee, doch. Ach so, ich hab den. Ich dachte auch, ich hab noch einen, ehrlich gesagt. Ah, hab ich wohl letztes Mal gemacht. Okay. Hab auch einen Chart in der Buchse, sagt Cone666. Danke für diese Info, cool. Schön, dass du dabei bist. Kennst du zufällig brennende Hoden? Ihr solltet euch mal kennenlernen. Rabadabadabababab. Nix war ein Joke, Mann. Ring nicht vergessen, jawohl. Habe ich noch andere geilere Ringe eigentlich mittlerweile? Ey, das ist schon das Beste für die Twin Blades, ha? Huh? Einfach. Drauf losballern. Yo, CK1860, über 3 Jahre, krass. Insta-Reel heute war mega funny. Ah, danke, Mann. Und danke für den Support. 38 Monate. Vielen Dank für den Resub. Okay, ich habe jetzt keinen Stress mit den Seelen. Jetzt geht's rein, konzentriert und easy peasy. Oh nein, Griff macht wie viel? Arsch viel, ne? Ohoi! Ohoi! Lalalalalal! Aber mach die direkten. Ja! Warum sage ich immer die? Warum denke ich, das ist eine Frau? Ich glaube, ich weiß, warum ich denke, dass es eine Frau ist. Wegen Zelda. Der Typ sieht aus wie diese Kriegerin. Wie heißen die?
Ja, nein, jetzt braucht ihr gar nichts Sexistisches erwarten, Leute. Nicht immer alles muss so dann irgendwas Sexistisches kommen. Einfach nur, weil es vom Look her... Zelda ist auch eine Frau, ja, ich weiß. Link ist der... Ja, aber wie heißen die nochmal? Wisst ihr, was ich meine? Diese Wüstenkämpferin. Das erinnert mich einfach daran, das auch. Schon cool. Oh, schlechter Dodge, Alter. Warum habe ich so wenig Damage gemacht? Zweite Phase. Jetzt flippt sie erstmal aus. Und genau den Moment abwarten, wo wir reingehen können. Den hier. Twin Blade Power! Das wird knapp. Oh oh. Das ist der Damage, Junge! Oh, da hatte ich Glück. Jetzt das war's, glaube ich. Oh oh, fuck. Counter. Oh, Junge, diese Doppelattacke. Ich werde dich heilen können. Ich muss. Musste darauf warten, nice. Okay, jetzt aber. Bisschen Glück hier. Ich glaube, das war's. Yes! Twin Blade! GG. Ja, ich fühle mich ein bisschen OP, muss ich sagen. Ich fühle mich ein bisschen OP, aber scheißen wir drauf. Haben wir jetzt... War jetzt schon zu oft zu diesem Let's Play kommentiert. Aber GG, war sauber trotzdem. Aber der, ey, der macht Damage, Junge. Die Sheik? Nee, nee, ich meine bei Breath of the Wild, die heißen irgendwie die Zumbas oder sowas. Ey, eventuell wurde schon gefragt, aber war Donnie beim NAC5? Bin mir nicht sicher, ob er es war. Ja, war ich. Das war cool. Okay, wie viel Seel... Was? Okay, jetzt ist halt die Frage, was machen wir jetzt? Warte mal. Ah, jetzt, guck mal, die Tür ist jetzt offen. Oh, 70.000. Was ist NAC 5? Nillys Apartment Cup. War am Wochenende. Ein großes... Age of Empires 2 LAN-Turnier. Mit den ganzen Top... mit den Top-Spielern. Da war auch so ein Public Viewing Ding. Und da war ich. Okay, wir machen wieder einfach Endurance, whatever. Donny ist der Einzige, der überhaupt mit OP angefangen hat. Ja, stimmt auch wieder. Ja, ich bin immer so. Ich komme mir dann irgendwie. Ihr wisst ja, ich mache mir irgendwie. Meistens nicht gewollt, aber irgendwie doch das Leben gerne. Anführungszeichen schwer bei diesen Games. Ich sag nur Melania, ich sag nur Lies of P. Und jetzt hier so, ich muss schon sagen, der Damage Output ist mir teilweise ein bisschen. Ist komisch. Ich mag es eigentlich nicht gerne, aber irgendwie ist schon immer ein bisschen geileres Gefühl, wenn man so einen Boss so sehr oft machen muss, damit man ihn irgendwie hinkriegt. Aber eigentlich will ich mich nicht beschweren. Ist ja auch ein chilliger Durchgang und keine Challenge, hast auch wieder recht. Da ist noch dieses Giftgebiet mit dem Typen auf dem Dach. Stimmt. Stimmt. Wo ich. Ja, lass mal da noch hingehen, kurz. Ich will mal wissen, was jetzt hier passiert. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Ey, ich habe komplett. Ab jetzt, so schon länger eigentlich, habe ich keine Memory mehr, was hier abgeht. Weiß auch nicht warum, aber ich kann mich an dieses ganze Late Game nicht erinnern. Ich habe gestern sogar auf der Couch noch so versucht, mich dran zu erinnern, was jetzt kommt. Und dann fiel mir ein, warte, es gibt noch diese Gegend mit dem großen Wurm, die kommt, glaube ich, jetzt. Wo die Typen mit den Pfeilen schießen, ne?
Aber was ist mit Media? Muss ich Media nochmal machen? Oder sag mir bitte, das war DLC. Ich glaube, das war DLC mit diesem Schneelevel, wo man immer so runterdroppt. Bei Media will ich nicht nochmal machen, glaube ich. Ey, Media habe ich so gestruggelt, Leute, bei meinem ersten Let's Play. Aber ich werde sie auf jeden Fall einmal versuchen. Friede, glaube ich, liegt mir jetzt. So, warte kurz. Also, gehe ich jetzt da hoch oder... Ich will einmal tatsächlich dieses Gebiet angucken. Da hat Luffy schon recht. Das fand ich ganz interessant mit diesem Zauberer. Das war dann das Bonfire da oben in diesem Ding ins Kirchen. Auf dem Weg zu Yorm. Genau, lass mal das einmal nochmal kurz gucken. Wurm war der bei den Skeletten? Hm. Ja und, dann gab es noch diesen Armored King. Ist der auch DLC oder ein echt oder ein Gegner, man machen muss? I don't know. Egal, wir werden sehen. Ich glaube auf jeden Fall, wir haben noch einiges vor uns. Aber ich glaube, Armor wird mir gut liegen. Das ist mittlerweile, solche Bosse liegen mir einfach. Also mittlerweile, da bin ich einfach schon zu gut in dem Game somit. So, das ist immer so einer, da kannst du schräg durchdodgen und von hinten angreifen und so. Dieser König wird wahrscheinlich noch eine Herausforderung. Slave Knight Gale, aber ich glaube, der ist auch DLC. Bin mir auch nicht mehr sicher irgendwie. Aber auf jeden Fall, gibt noch ein paar witzige Sachen, die wir machen können. So, wie kam ich da jetzt nochmal hin? Was war das nochmal? Das war die andere Leiter, ne? Jetzt habe ich die gleiche Frage wie letztes Mal, bin aber diesmal nicht so gestresst. Wie war denn das nochmal hier? Aber ich glaube, ich muss mich da droppen, oder? Gale ist auch DLC, okay. Aber das ist ein cooler Boss, den würde ich eigentlich auch gerne machen. Den fand ich auch sehr schwer beim ersten Mal. Ich bin hier, oder? Hier in die Richtung irgendwo. Genau, und dann hier hoch, genau. Ja, das habe ich gestern, ey, das hat man, also wirklich, Leute, ihr müsst mir echt glauben, ich habe da gar nichts gecheckt gestern. Ich war so durcheinander hier heute. Gestern. So, damit beschäftigt. Irgendwie im Hinterkopf mit anderen Sachen, jetzt heute nicht. Warte. Guck mal, da, ach, das sind diese Dudes da unten, okay. Das Geräusch hat fast schon was ASMR-mäßiges. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Hm. Muss man da nicht eh droppen? Nee, hier. Nee, muss man ja gar nicht. Kann man ja ganz kontrolliert machen. Ja, nice. Dann hole ich mir noch das Item. Easy peasy. Easy peasy lemon squeezy, mate. Ah, guck mal, hier wäre Purple Moss. Auch geiler Troll vom Game. Die wissen, dass man hier meistens einmal runterfällt und höchstwahrscheinlich wegen Gift stirbt und dann so dieses wärst du mal hier lang gegangen, hättest du auch ein richtiges Item bekommen, hättest du mal ein bisschen aufgepasst und wärst nicht ins Loch gefallen, du Idiot. So nehme ich das wahr, sowas. Aber Giftaufbau ist ja trotzdem hier auch. Was eigentlich mit dem Geheimraum in Anor Londo? Meinst du dieses, wo die Leiter runtergeht? Ansonsten hast du jetzt eventuell was gespoilert hier. Was ich nicht weiß. Aha. Das habe ich gemacht. Da gab es den Fab Ring. Sind ja auch so Handviecher wie bei Elden Ring. Zweimal scheiße, nice. Ah, Court Sorcerer Hood. Das wäre, glaube ich, gegen Aldridge gut gewesen, ha? Huh? Das ist doch ein Mimic hier, warte mal. Bats! 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 Bats!
Court Sorcerer Staff. Okay, für Zauberer. Zauberbilds ist das hier wohl ein wichtiger Raum. Ja. Ach, hier und, das, hier und hier ist das Item, was man von da unten sieht. Okay, rubbish. Dieses fucking Game, Mann. Die trollen einen so oft. Aber nicht. Okay, ist hier wirklich nichts mehr? Scheint so, hä? Aber es gab noch einen anderen Weg. Da oben ist auch noch ein Item. Muss mal aufs Dach, hä? Wie lange spielst du schon? Noch nicht lang. Heute erst so, gerade mal so eine halbe Stunde. Okay, den Zauberer machen wir jetzt aber easy, oder? Kann man sich da ranschleichen? Nee. Oh, der hat's drauf. Aber ich habe Twinblades. Der gibt bestimmt was Cooles. Logan's Scroll. Baumkronenverfechter. Danke dir für 4 Monate. Vielen, vielen Dank. Moment mal. Hier ist ja ganz interessant, die Gegend hier vom Dach aus. Auch noch ein Item. Dann können wir da droppen, das Item holen. Das sieht recht groß aus. Vielleicht ist das wieder ein Shard. Wie viel kann man insgesamt maximal haben? Hier, Leute, könnt ihr mir ruhig sagen. Flasks. Ist 10 schon das? Habe ich schon alle? Oder, also jetzt ohne NG Plus, meine ich. 15, okay. Wow. Okay, dann ist es vielleicht hier ein Chart, Leute. Aber das ist doch diese etwas größere Item, oder? Ah. Oh, aber das ist ein gutes Ding, ne? Das ist diese Explosion, das weiß ich. Ja. 25 cm, sagt FKK 100, okay. So, dann geht's hier, haben wir geklärt, dann geht's hier noch. Aber finde ich gut, dass wir hier nochmal zurück sind. Ich hatte sonst die ganze Zeit, glaube ich, im Hinterkopf gehabt, dass wir hier noch irgendwas nicht gemacht haben. Be wary of you bastard. Warte mal, ist das wieder so ein Connector oder so? Wäre ja cool. Hier ist der Riese, oder? Ich glaube, das ist ein Connector jetzt. Das muss doch jetzt ein Hidden Path sein, oder? Wir haben diesen Schlüssel. Ist das der... Ist das vielleicht der Schlüssel von diesem Gefängnis? Ist eigentlich schon ein bisschen sad, ne? Der ist angekettet. Oh, die Dudes. Warum ist der angekettet? Nee, Sigmar ist anscheinend wohl tot, hat mir mein Chat schon gesagt. Ich hab da wohl irgendwas Sadness gemacht. Guck mal, das ging jetzt hier auf, oder was? Hier unten war ich ja auch noch nicht, komm. Fuck it. Rattenhausen. Oh oh. Ah, fuck. Hör auf. Bitte, danke. Scheiße! Nein! Fuck! Siggi sitzt noch am Brunnen? Also, vor ein paar Sessions hat man mir gesagt, der ist... Da haben ein paar Leute RIP Sigmund gesagt, oder wie der heißt. Aber eigentlich hat er... Ich hab dem geholfen mit dem Dude. Gehen wir da nochmal hin? Oder was? 10.000 Seelen waren jetzt nicht so viel. Und ich glaube, da unten sind nur Crap-Items und dann sind da nur so Ratten. Also Chat, wenn er jetzt nicht sagt, da ist irgendwie ein krasses... Ach nee, 10.000 muss ich schon holen. Aber irgendwie... Ich gebe eh keine Seelen mehr. Jorm ist weg, ja. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie man da hinkommt. Wieder hier runter, ne?
Gegend ist aber auch einfach ein bisschen nervig, ey. Profaned Capital, Alter. Profaned, was heißt das eigentlich? Hat das nicht irgendwas mit Feuer zu tun? Nee, Propane ist ein Gas. Vielleicht denke ich das deswegen. Hier unten war auch nichts mehr, ne? Glaub nicht. War auf jeden Fall schon hier, ja. Guck dich auf dem Dach beim Zauberer nochmal um. Roger that. Nee, eben nicht genau hier lang erst. Nash Ben, danke dir. Danke für den Resub. Rickberg, auch am Start. Dankeschön. Nuff, nuff, lol. Kann man hier irgendwie Gift vermeiden? Irgendwie? So? Ja, auf jeden Fall nicht rollen, Donny. Das vergesse ich jedes Mal bei diesen Games, dass man durch diese Scheiße nicht rollen soll. Weil das ist ja eigentlich auch logisch. Dann bleibt ja mehr von dem Scheiß am Körper. Ne? Ich hab Jorm schon gemacht. Jorm ist tot. Letzte Session schon. Aber soll ich mich jetzt da wirklich nochmal umsehen oder nicht? Mit Zorn zu Jorm. Leberwurst, Mann. Ist hier noch ein Item oder so? Nicht durch die Scheiße rollen, genau. Ne, hier ist doch nichts mehr. Vielleicht, ich habe den Tipp dann nicht verstanden. Oder hier drauf droppen? Das ist vielleicht neu. Nö. Also war der Tipp irgendwie verbunden mit Jorm und du wusstest nur nicht, dass Jorm schon tot ist, weil gerade hat mir jemand gesagt, ich soll mich hier bei dem Dach nochmal umschauen, aber hier ist ja nichts. Nee, du kannst da in ein Fenster rüberspringen. Okay, auf. Okay, Moment. Gab my attention. Aber warte mal, dafür muss ich ja noch weiter hoch. Was ist jetzt hier? Ist hier irgendwas? Ja, hinter mir sagen bringt nichts, Chat. Das haben wir doch mittlerweile schon drauf. Latenz und so. Hier, da, ihr meint das hier? Das schaffe ich doch. Ist ja cool, ich glaube, da war ich noch nicht. Juhu! Hier war ich noch nie. Was ist das? Vielleicht ist das was Cooles. Hier ist das Ende der Siggi-Quest. Okay, gut, ja. Gut, aber dann war ich wenigstens mal hier, aber hier ist ja nichts. Ach, ja. Gut, ja, ich google halt auch nie. Ich hab doch keine Ahnung, was da los ist mit dem Zwiebelrittermann. Ihr Nerds habt das doch alle schon 5-mal durchgespielt. Ja? Mit euren Katanas da an der Wand. Könnt ihr das nächste Mal beim Pen and Paper Abend angeben mit, okay? Wah! kaum geht's ihm besser, die Confidence ist wieder da, erstmal schön den Chat verarschen. Okay, die tauchen hier auf einfach, oder was? Ahoi Donny und Chat, eben erst dazugekommen. Geil, dass ich es noch in den Stream schaffe. Ja man, Waltraud. Geil, dass du so nett reinkommst. Mr. Roden. Danke dir für 19 Monate. So, diese Gegner sind einfach mein... Ich hasse die. Ich kann mich jetzt nicht mal droppen. Ich muss kurz warten. Wie lange dauert denn das, bis mein HP wieder da ist? Ja. Oh, es ist ein Large Titan Charts. Okay, gut.
Geh mal schnell raus. Danke. Moinsen und tschüss. Oh. Jetzt eine Firebomb wäre geil. Ich bin der Kammerjäger. Ja, moin. U8, Berlin. Oh. Kunduriko Tsunduria. Das ist doch ein gutes Item, oder? Werde ich zwar nicht benutzen, aber zwei Large Titanite Shards? Stimmt, ich habe 150 Firebombs, hast eigentlich recht. Das wäre auch befriedigender gewesen gerade, ne? Fuck. Ja, nee, hast schon recht. Ich habe nicht dran gedacht, ganz einfach. Was ist denn das hier? War ich auch noch nicht. Leute, hier sind ja überall Sachen, an denen ich noch nicht war. Ey, aber wisst ihr was, Leute? In dem Game sind zu viele Mimics. Viel mehr als in Dark Souls 1, finde ich. Dragon Slayer Lightning Arrow. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Hier ist doch safe irgendwas. Hätte ich übrigens auch gecheckt, da ist eine Leiter, bevor jemand so was ähnliches im Chat. Aber das hier ist es, oder? Ist das gut? Okay, aber jetzt, Chat, jetzt mal ein bisschen Backseat Game runterfahren, ja? Also es ist jetzt kein Motzen von mir, sondern einfach, jetzt habt ihr viele Lore-Tipps und kleine Geheimnisse gesagt und so, aber ich will auch ein bisschen was selber machen, ne? Gerne erst wieder, wenn ich was frag konkret, danke. So. Cool, guck mal, jetzt sind wir hier oben. Ah ja, da waren wir ganz vor Ewigkeiten mal. Und hier geht's wo rein? Das ist wieder der Anfang hier. Aber jetzt komme ich. Es war dumm, ne? Scheiße, jetzt habe ich mir das Item verwehrt, weil ich hier runtergegangen bin. Ach, fuck it. Ich laufe den ganzen Weg nicht nochmal. Fuck. Nee, auf keinen Fall. Ich hätte da springen können, müssen, sollen, ne? Dammit. Fuck, jetzt bin ich hier am Arsch der Welt wieder. Was war das für ein Item? Sagt's mir. Ich gehe nicht nochmal zu. Es sei denn, wenn ihr sagt, nur wenn ihr sagt, das ist ein Estus Shard oder sowas, gehe ich dahin. Mega Schwert plus 15 liegt da. Ja, ist klar. Ein Sextoy? Welches denn? Ah, Madenkinder vergesse ich jedes Mal. Madenkinder vergesse ich jedes Mal. Ich liebe Madenkinder. Madenkinder, geil. Madenkinder hier, Madenkinder da, Madenkinder überall im Land. Madenkinder, geil, geil, geil. Madenkinder, Madenkinder, ja. Ich will wissen, ob dieser Schlüssel passt zu der Tür, die ich schon die ganze Zeit nicht aufkriege. Und zwar ist die... Boah, die laufen mir hinterher, oder was? Oh, ich hasse diese Gegner, Junge. Oh, nee, verpiss dich. Das ist am anderen Ende, ne? Oh, ich bin hier falsch. Oh, ey. Ich kill die einfach alle. Die nerven die mich auch nicht mehr. Oh, jetzt... Lasst mich mal in Ruhe, Mann. Ich glaube, hier ist noch so eine... Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber ich muss für meinen OCD, muss ich dahin, um das auszuprobieren. Und zwar diese eine Zelle, wo ein Item drin war die ganze Zeit. Auf welche Seite ist das denn? Ich finde diesen Bereich einfach generell confusing. Wie schon immer. Nein, hör auf! Ich glaube hier, wenn der passt der Schlüssel jetzt? Nee. Mann, wo? Da vorne ist doch das Bonfire. Oder denke ich gerade komplett falsch rum? Nee, hier die Treppen runter und da, genau, da ist die Zelle. Das will ich jetzt mal gucken.
Ich habe einen Key gefunden und da stand irgendwas mit Prisoners, also das ist ja offensichtlich ein Gefängnis. Und da ich schlau bin, habe ich eins und eins zusammengezählt. Gefängnis und... Ja! Jailer's Key! Das ist jetzt Dung oder so ein Scheiß. Oh, so eine scheiß Asche. Aber immerhin, ich hab's. Du hast doch bald einen Stehschreibtisch, oder? Kann man dich dann mit Channel Points für 5 Minuten aufstehen lassen? Nein. Habt ihr gemerkt, dass das vorher drehen und dann die Kamera auf die Klaus schalten, ist viel effektiver. Ich bin schon ein bisschen Steven Spielberg. Ich weiß schon, wie man sowas macht, ne? Ist schon cool. Klar, macht man da Eindruck irgendwie bei Mädels oder so? Eher selten, aber ist mir das egal, ja. Ich mach mit anderen Sachen Eindruck bei Mädels, zum Beispiel Twin Blades plus 6. Oder Twin Blades plus 6. Haha! Okay, sorry! Schnauze! Hinsetzen. So, Travel. Jetzt geht's endlich weiter. Da, wo wir vorhin das Ding... Was? Guck mal, hey. Was sind diese kleinen Symbole da? Was ist das denn? Was sind diese... Was ist denn jetzt wieder das? PvP? Also, das interessiert mich nicht. Stimmt, ich spiele ja online. Okay, wo ist jetzt die... nochmal die Leiter? Ich glaube, am Anfang hier, ne? Hier. Beim Dancer. And then we're gonna dance in the night. Interessanter SMS, aber. Moment, okay, jetzt weiß ich, wo wir hier sind. Fuck, diese ganze Gegend kommt also erst noch. Oh, die Gegend weiß ich noch, die ist nervig. Da geht's dann nachher aufs Dach und dann kommt oben irgendwo Armor. Ja, es war eine WhatsApp. Mein Gott, man darf auch... Jetzt labert mich doch nicht voll, als ob SMS jetzt auch schon Boomer ist oder was. Außerdem war es eine WhatsApp. Ich hab's halt SMS genannt. Ich hab einfach keine Ahnung. Fucking Kids hier, ey. Dash required. Oh, hier sind so Boys. Oh, der Typ ist cool. Ey, warte mal, Leute. Kann es sein, dass es genau den gleichen bei Demon's Souls gibt? Ist das hier eine... Hab ich gerade wirklich mal nerdmäßig richtig gut eine Referenz erkannt? Bin mir fast sicher, bei Demon's Souls gibt es genau so eine Stelle. Oder auf jeden Fall zumindest sehr ähnlich. Mit so einem Gegner auch, der so den Weg versperrt. Kein klares Nein einfach im Chat. Could this be a king? Warum hat der so ein cooles Symbol? Okay, warte, brauche ich da Parry gegen den? Der sieht irgendwie ziemlich Big Boy-mäßig aus. Let's go. Wo ist denn der Repostpunkt? Wo ist der scheiß Repostpunkt? Ich bin der schlechteste Parry-Man der Welt. Dann machen wir es halt so! Rein in den Wanst. Ohne Heals, komm. Yes.
Aber der sieht cool aus, Mann. Ein cooler Gegner. Lord Titanchar, Cathedral Knights, so heißen die. Mr. Dabolino, Mr. Dabolino. Okay, ich gehe jetzt einfach mal ganz blauäugig direkt hier lang. Kann man hier vielleicht? Ist das irgendwie? Could this be a sadness? Could this be a sadness? Ah, hier unten ist irgendwas Giftiges oder so. Kann man hier runterspringen irgendwo? Runterspringen, runterspringen. Loch, 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 Loch. Da! Achso, muss einfach das. Doch! Ja, guck! Ey, und da sagt noch einer, ich bin kein Souls-Gamer, Alter. Intuitiv direkt das Richtige gemacht. Consumed King's Garden. Ja! Uno Shardo del Esto. Okay, das hat sich dafür gelohnt, da runter zu springen. Cool. Und noch ein Titan-Chunk. Ja, hör mal. Ja, hör mal, Mäuschen. Ist doch gut. Ja, lass mich doch mal in Ruhe. Kann man da rüber springen? Sieht cool aus. Warte mal. Glaub nicht. Ah, fuck it! Nee, da geht gar nichts. Oh, ich krieg hier kalte Füße. Oh, ich hab kalte Füße. Oh, ja, auch cool aus, wie der da steht, ey. Sir Andrew. Danke für 2 Monate. Welcome back, welcome back. Ich warte kurz, bis die Frostscheiße weg ist. Gibt's irgendwie Armor? Armor, also Füße? Fußarmor? Aber irgendwas war hier doch. Gut, dass da ein gewisser Herr O'Sullivan 50 Feuerbomben gekauft hat. Und gut, dass ein gewisser Herr O'Sullivan weiß, dass genau diese fiesen Gegner extrem feueranfällig sind. Ja, tschausen, Popausen. Was geht denn jetzt ab? Macht er für mich die Arbeit? Weltklasse. Weltklasse. Oh, und den Pro-Gamer auspack schnell auf Purple Moss, Junge. Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser? Wer ist das? Absolut stark gespielt gerade. Kann man nix sagen. Ah, oh, hier sind ja mehrere von den Dudes. Okay, fuck, die sind alle so stark auch, ne? Dammit. Ich habe irgendwie keinen Bock, die alle zu machen. Die nerven. Ah, ich glaube, ich gehe denen aus dem Weg. Ich habe da, die machen auch keinen Spaß irgendwie. Die schreien auch so laut. Ich glaube, die verfolgen einem. Thank you.
Irgendein Item wird bestimmt gut sein, wenn da die ganze Zeit diese Dudes sind. Warum bewegst du dich? Was soll das? Einfach den richtigen Moment abgewartet, dann rein da, Junge! Oh! Auch gut, gute Items. So, Mann, ich mach den jetzt auch noch, oder? Kalte Füße, kalte Füße, kalte Füße! So wie im Winter nachts in die Küche gehen oder so. Ohne Socken. Oh! 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 Ich bin toxic und ich bin erfroren. Ja, das ist nicht geil. Ach so, warte, das ist gar nicht Frost. Das macht tatsächlich toxic. I'm addicted to you, don't you know that I'm toxic? Okay, ich habe aber alles eingesammelt, oder? Eins fehlt noch, glaube ich. Erfahrungsgemäß ist das gute Item dann. Ich jäug mir das schnell, dann verpisse ich mich hier. Ohne toxic zu werden, nice. Okay. 6 Heals noch. Fußbodenheizung hätte ich auch gerne. Da, was ist das? Da war ich da schon. Was ist das? Ich glaube, ich will da hoch. Komme ich da von der anderen? Ne, da war ich schon. Oh ja, hier die Gegend weiß ich auch noch. Ja, jetzt wird es gleich interessant. Das ist ein... Ich mag das nicht. Ah, okay, der ist so ein Dude. Der macht irgendwie Scheiß. Der ruft die Leute oder so. Der hat einen Nokia. Hier, guck mal. Ja, ist doch geil. Ja, ist doch klar. Okay, wie mache ich das jetzt am taktisch klügsten? Ich muss schiffen vor allem. Ja, ich mach das ohne noch. Kann ich da irgendwie denn? Den kann ich ja. Damn, das ist eine harte. Bufft er die vielleicht da oben? Ich glaube schon. Ja. Das ist nicht wirklich einladend hier, mit der ganzen Nummer. Ich wollte dann nochmal sagen, also ihr müsst das irgendwie, also ihr habt mich eingeladen. Jetzt fühle ich mich aber hier so ein bisschen komisch. Seid ihr cool oder es wirkt irgendwie gerade nicht so mega cool von euch? Ja, jetzt passiert da auch noch was. Also ich verstehe nicht so ganz genau. Wow, nicht so cool. Aua. Okay, chill. Kannst du dich mal bitte entspannen, Junge? Mein Gott. Okay, der will's auf die harte Tour. Der will's auf die harte Tour, hä? Huh? Ich kann nicht parieren. Die werden gebufft. Ich habe ihn noch in die Augen geguckt, gerade hab ich's gesehen. In die Augen geguckt, während er so stirbt. Und nicht nur so. Fuck with the wrong guy today, big boy. You fucked with the wrong guy today, big boy. Even with the buff from the Zauber Boy upstairs, you fucked with the wrong guy, big boy. Ohne parieren mache ich das. Die haben ja kein Schild. So easy peasy. Ich roll einfach hinter dir und mach schön Backstab. Ja, moinsinn, hallo.
Ja gut, der kommt schneller als man denkt. Ich sterb, ich sterb. Ah! Ja. Ich muss auch kurz schiffen, Leute. Okay. Ey, haben wir nicht, haben wir in dem Gebiet oben da kein Bonfire? Haben wir da kein Bonfire freigedings? Weil ich habe jetzt übelst viel geklärt da und muss das jetzt alles nochmal machen oder was? Ich hätte, glaube ich, den Ring anziehen sollen heute, hier vorhin. Oh, das ist jetzt schon ein bisschen nervig, ey. Ich war echt weit. Ich muss jetzt, glaube ich, ein bisschen durchrennen. Ich hole mir die Seelen. Nee. Du sollst kommen. Ach scheiße, das ist wieder so eine Nummer hier, ne? Ah, das könnte ärgerlich werden. Jetzt kann ich... Fällt der runter? Sieht so aus. Ah. Der hat aber auch so ein Türsteher-Vibe, bisschen, ne? Der Dude. Ah, kommst nicht rein, falsche Schuhe. Sagt man das eigentlich noch? Gibt's das echt noch? Sowas wie falsche Schuhe? Kommst hier nicht rein mit den Schuhen und so? Oh, dann nehme ich doch mal mit. Natscht hart, natscht hart. Ach Gott, jetzt warten die hier alle auf mich. Und ich bin toxic. Ach Gott, die Gegend ist ja wohl absolut scheiße. Okay, das könnte jetzt ein Fehler gewesen sein, hier so nur durchzurennen. Wir sind ja eh toxic, also fuck it. Aber meine Rollen sitzen heute wirklich. Okay. Aber ich spiele gerade schon stark. Ich merke das. Ich habe Muscle Memory. Also weiß nicht, ich habe Muscle Memory, aber nee, ich bin einfach drin wieder im Game. Das merke ich schon, ey. Wo sind die Seelen? Da. I don't have all day, guy. Mm.
Wieso war das kein Backstep? Fuck! Magic Stone Plate Ring. Increases magic damage. Absorption. Haben die Twin Blades eigentlich auch Bleeding? Ich glaube nicht. Aber interessiert mich jetzt auch. Nee. Oder warte? Nee. Additional Effects wäre das ja das linke, ne? Aber das Katana, das hat Bleed, ne? Ja, 30 Bleed. Okay. Richtig starkes Gameplay heute. Danke, Aurorix. Ja, du, ich hab auch Bock. Das ist ja wirklich so. Das, also eigentlich bestätigt der bisherige Stream alles, was ich am Anfang von diesem Stream heute gesagt habe, in Bezug auf den Stream von gestern. Das kann man ja auch nicht faken, oder? Das ist wirklich so. Also ich muss Bock haben auf das Game. Dann ist erstens der Stream, glaube ich, auch angenehmer. Für mich auf jeden Fall, ich glaube auch für euch. Aber Salty Streams sind auch lustig, glaube ich. Macht mir aber nicht immer Spaß. Aber auf jeden Fall ist mein Gameplay besser, weil ich einfach Bock habe und dann bin ich auch konzentrierter. Ne? Ist ja eigentlich auch logisch. So, jetzt kommt aber diese Heul-Boss, ne? Oh, den mag ich nicht. Ich glaube, der war feueranfällig. Probier mal was aus. Weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund erinnert. Sag mir mein Unterbewusstsein, der hat ein Feuerproblem. Be wary of lava. Ah, zu früh den Buff gemacht, ne? Aber ich guck mir das kurz mal an. Scheiße, ich habe 42.000. Ah, ich muss. Ja. Aber der Bossweg, gibt's keinen kürzeren? Oh, war vielleicht irgendwo noch ein Bonfire? Ist doch übelst der weite Weg. Ah, you ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons. Nee, es interessiert mich nicht, komm. Mach. Ich muss den einfach schaffen. Where have you gone? Are you hiding from me? Come out. Slabbert er. Come out. Don't be afraid. You were born a child of dragons. What if ignorant slaves? How quickly you forget. Boah, ich glaube, ich habe jetzt gerade noch keinen Bock auf den. Das heißt aber nicht, dass ich da nicht einmal noch hinrenne. Aber ich glaube. Grimhart, übrigens, danke, dass du einen Community-Sub rausgehauen hast. Dankeschön. André, yo, 7 Monate dabei. Leute, gibt's einen Shortcut? Ich habe da irgendwie keinen Bock, jetzt diesen Weg nochmal jetzt 5 zu rennen, so oft. If I only had a friend. Hier ist irgendwas Lore-mäßiges. Hä? Hier kommt man irgendwie durch. Aber aktuell muss ich hier noch hin. Ich habe den Aufzug natürlich nicht hochgeschickt, ne? Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Bei so vielen Seelen. Lack! Nee! Dieser Moment, wo man eh schon weiß, das ist es jetzt. Ich kann jetzt noch 50 Mal Panic rollen in der Ecke. Ich bin Hashtag fest. Gut, pass auf, Leute, dann machen wir es so. Ich gehe mal kurz noch ein bisschen die andere Gegend exploren hier. Nee, ich sag's, wie es ist. Ich habe jetzt gerade keinen Bock auf diesen Boss. Ich guck mir erstmal nochmal die Gegend an.
Der ist irgendwie nervig, der heult rum, die redet die ganze Zeit irgendeine Scheiße. dieses Gerechte. No souls, no cry, genau so sieht's aus. Vielleicht finde ich auch auf dem Weg jetzt hier irgendwie eine Abkürzung. Tendenziell müssen wir ja nach links irgendwo uns orientieren. Vielleicht finden wir da irgendwie die Tür oder so. Oh, das ist ein Rot. Der hat rote. Ich glaube, ich muss den anderen Dude aber erstmal machen. Ah, der bufft, ne? Junge, ey. Entspann dich mal. Show me your back! Wieso ist der so stark? Alter, der Damage! Ja, ey! Der lässt mich nicht heilen! In sich gehabt, der Kollege. Ich weiß nicht, ich war jetzt auch nicht so stark, aber der war gut. Fuck, der hat mich jetzt 7 Heals gekostet, Junge. Okay. Diese Richtung wird mich eher interessieren. Vielleicht ist das eine Abkürzung? Nee. Aber die Gegend ist ganz cool eigentlich. Ist auch schon Endgame-Gebiet. Ja, das. Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber der hatte rote Augen und so, der ist schon heftiger. Ich glaube, der hier ist nicht ganz so gut. Ne, das ist wieder einer von diesen Guardian Knights, die gehen. Aber warte mal, da ist wieder so ein Buffer. Ah. Ich kann mich an das meiste nicht mehr erinnern, deswegen. Wie lange ist denn der jetzt doch so super, Supermann? Na gut, dann geh halt da lang. Mir kann mir recht sein, Kollege. Achso, man muss den killen, dann hört's vielleicht auf. Ja, das lief doch jetzt ganz okay. Die lassen sich nicht backstabben, Junge. Echt, oh Mann, ich mach so Panic Rolls. Oh. Da hatte ich gerade Glück. Richtig Glück gerade gehabt. Oh Mann, ey, die Gegend. Ja, Junge. Uff. Wieso ist denn der gebufft? Ja, der lässt dich nicht. Der Buffer ist doch tot. Bro. Waffe Level, mir fehlen mir noch Chunks dafür, glaube ich. Hier, das ist doch jetzt gut. Der Bonfire ist doch wichtig gewesen, ne? Ist doch auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen näher, oder? Auf jeden Fall ist. Ja, Bonfire ist immer gut. Weil dann weiß ich jetzt diese. Den Abschnitt, den ich jetzt gerade gemacht habe, dann weiß ich, den muss ich jetzt nicht mehr lang gehen. Da habe ich alle Items eingesammelt. Und nach links geht's zu dem Ocelot-Dude. Also ich muss jetzt hier nicht zwangsläufig nochmal vorbei, das ist gut zu wissen. So, was ist hier? Geil.
Wieso fokussierst du dich so aufs Backstabben? Du könntest die doch auch einfach umschnetzeln, wie man gerade gesehen hat. Weil ich ein Spieler mit Stil bin, mein Freund. Kennst du das? Offenbar nicht. Weil ich sehe kein Sub-Badge neben deinem Namen. So, dann gehen wir hier weiter. Außerdem ist mein Name Torben von hinten. So, delivered immer. Wir haben ja wieder Chain Healed. Dann mache ich doch das doch eh in Mimik wieder, klar. Ja, natürlich. Und gerade dann, wenn ich... Hood of a Player wäre geiler. Ja, jetzt weiß ich doch, wo wir sind. Da geht's doch langsam Richtung hier, ne? Also ich sag mal, ihr wisst, was ich meine, oder? Was war aber hier? Das ganze Gebiet ist so weird, das stimmt. Das hier ist doch, sag ich mal, ich frag mal einfach, das ist doch hier auch, sag mal, ich frag doch mal. Mann, wie, wer klingt so? Ach, Gerhard Schröder. Ich war gerade auch so sehen, kurz Gerhard Schröder. Hol mir mal eine Flasche Bier. Ich sag mal, dann streike ich hier. Okay, wow. Hier ist vielleicht eine Abkürzung? Nee, warte mal, bevor ich da runtergehe. Heaven TV, hättest du Lust auf Streams mit Hanno in Zukunft? Ja, sicher. Guck mal. Ist das die Abkürzung, Leute, zu dem König? Nee, das ist wieder... Ich bin ja wieder in dem Anfangsding. Ich bin dumm. Ich bin ja wieder in dem Anfangsding. Jetzt weiß ich wieder, wo... Das ist diese Anfangsleiter. Ich hab's voll nicht gerafft. Gut. Irren ist menschlich. Dann kann ich jetzt... Warte mal, soll ich jetzt lieber durchrennen? Oder lieber mit einem Bonfire Travel machen? Ich glaube, ich mach das mit einem Bonfire Travel. Ich bin noch nicht... Ich hab sie ja noch alle. Also nicht mehr alle, ganz alle, aber ich hab noch einige. Ja, hör mal, wo ist er denn jetzt? Archie Castle, ja, ne? Christian Clemens! Steel acquired, hätte ich das damals in der Schule gewusst. Was? Habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, warte, den Bonfire, da haben wir das gecheckt. Dann ist ja hier nichts außer hier weiter. Jonas Official, hallo alle, bin super neu hier und sehe gerade das Spiel. Hab noch nie Dark Souls 3 gespielt. Ist das dein Lieblings-Dark Souls? Erstmal moin, sehr, sehr nette Begrüßung. Herzlich willkommen, Jonas. Mein Lieblings-Dark Souls ist glaube ich, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich muss mal wieder eine Tierlist machen, eine abgedatete. Das ändert sich halt immer so über die Jahre. Jetzt gerade aktuell ist es, glaube ich, mein Lieblings. Aber ich glaube, Dark Souls 1 ist immer noch, wird immer mein Lieb-Favorite sein. Weil es so eine Bedeutung in meinem Herzen hat. Komm doch mal auf unserem Discord vorbei, Jonas. Ausrufezeichen Discord. So, warte mal. Die Boys, was ist denn jetzt hier los? Die schnetzelt jetzt einfach mal. Schnetzeln ist manchmal auch gut. Okay, die Gegner sind easy. Ja, sicher, Jonas. Hört sich so. Okay, den kann ich doch einfach Stabby Babbies. In den Arsch. Sorry dafür, Leute. War jetzt ein bisschen vulgär, wo da das Schwert hingeht. Das war da nicht meine Absicht. Das ist eine Animation vom Spiel. Dafür kann ich nichts. Kommst du raus? Oder ja. You wanna come out to play? Ah, ich weiß jetzt auch wieder die Gegend. Das ist jetzt noch eine Weile. Ja, ja, da ist diese ganze Gegend. Das ist abgefahren. Aber kann mir einer mal verraten, warum... Jawohl, das kann mir wahrscheinlich keiner verraten. Die Gegner auf dem Weg zu dem Bonfire hier sind übelst stark. Also das hat man ja wohl gesehen. Sie teilen richtig aus. Man muss richtig gut spielen können. Man muss... Naja, es sei denn, man spielt mit Schild. Aber bin ich hier TNGD oder was?
Und dann kommen jetzt hier immer so Popelgegner, die zwei hier weg sind. Also, was ist das? Weil du keine Rüstung hast? Ich hab Rüstung. Das reicht schon. Ich hab nicht viel gelevelt auf Defense, ja. Aber trotzdem. Die Frage macht trotzdem Sinn. Ja, man könnte mehr Defense haben. Klar, I know. Aber trotzdem sind die Gegner deutlich stärker als die jetzt, die hier danach kommen. Das darf ich nicht so ganz. Oh, Hallöchen, Dicky Popöchen. Du kommst aber schon runter jetzt, oder? Ha? Oder kommst du runter oder erst, wenn ich das Item hole, oder was? Ja, sicher. Oh, der ist ein ganz schön saurer Metzger, Alter. Kann man den backstabben? Ja, sicher! Torben von hinten. Backstabben ist mein Motto. Oh, scheiße. Lässt sich nicht staggern. Oh ja. Aber der sah cool aus. Saufen. Schau zum ersten Mal rein, geiler Typ. Gorilla so, Alter. Du bist ein geiler Typ. Ich mach nur hier meinen Job. Weißt du, es ist ein teilweise schmutziger Job, aber irgendjemand muss ihn ja machen. Verdammte Scheiße. Yipki Kayema, da Schweinebacke. Motherfucker, wollte ich fast sagen. Gehen wir hier hoch, oder was? Dann ist eine... Leute, ich schwöre, bei allem, was mir heilig ist, ich war wirklich kurz davor... Einfach nicht dagegen zu hauen, so im Sinne von, ich zeige euch, ich lasse mich hier nicht trollen, ich lasse mich nicht verarschen. Aber ich habe es nicht ausgehalten und dann habe ich dagegen gehauen und dann hier kriegt man einfach tatsächlich eine Abkürzung. Guten Abend an Donny und Chad, jetzt endlich Feierabend und eine Runde Livestream, perfekt. Grüße aus dem guten Baden-Württemberg. Ammerbuch! Geil! Grüße zurück von einem Eldringer. Eldringer! Da hätte ich gewohnt, ganz lange in Eldringer. In der Mozartstraße. Metzger Egeler, da bin ich immer nachgegangen für ein bisschen Wurst. So, warte! You bastard ahead. Warte, ein Schimmer, Kollege. Wo sind wir denn jetzt? Das ist doch irgendwie, ne, wir sind einfach hier, okay, das ist jetzt. Einfach nur. Ja. Items und gut ist, oder was? Okay, einfach weiter. Oh! Oh! Okay. Ärgerlich. Unnötig. Man könnte auch sagen, unnötig ärgerlich. Warte, sorry, ich muss kurz was am Handy lesen. The disrespect is real. So, wo war ich? Hier, oder? Genau, dann, okay. Auf den Balkon, auf zum Atem. Aber ich habe keinen Bock, die ganzen Gegner nochmal zu machen, ey. Komm, hör auf. Okay. Concentration.
aber wenn man jetzt hier nicht richtig spielt, dann geht es auch schnell, dass man verkackt. Junge! Ich krieg hier Plack! Wer schmeißt denn da die ganze Zeit so nervig? Der Ficker! Oh, das nervt mich hier, der Typ, der nervt mich jetzt richtig. Feierabend, wie das duftet, herzig. Ich weiß immer nie, wie der Text geht. Würzig, deftig, herzhaft, fein. Pommersche aus dem Buchenwald, verschaufelt, so ist der Bauch. Pommersche aus dem Buchenwald, verschaufelt, so ist der Bauch. Ich will die I-Frames! Da wären sie gewesen! Nein! Scheiße! Jetzt übertreibe ich ein bisschen, aber ich will's wissen. Oh Mann! Oh oh! Ich mach's gerade so unnötig schwer, Mann! Und währenddessen, wir werden die ganze Zeit abgeschossen. Ja, Mann! Oh, Feuerfeind im Arsch! Seelen jetzt. Das war gerade unnötig riskant, aber hey, that's the way you like it, huh? That's the way we like it here. Lalal. Danny Streamer. From Germany. The Streamer. Streamer and Dreamer. He's got a fit body. He's got a fit body. It's a Danny Streamer from Germany. He's got such a fit body. Take it to the chopper, please! Gott, ich mach die schlechteste Ani. Okay. Die rollen irgendeine Scheiße darunter jetzt, oder? Oh, hier ist ein Biggity Bond. Biggity Fire. Ja, geil. Das war's. Ja, easy. Ist ja ein easy Abschnitt. Direkt weiter, wir sind gerade schön konzentriert. Und mit wir meine ich ich. Weil ihr macht eigentlich gar nichts. Außer rumsitzen zu Hause. So, okay, will ich ja. Ich will ja, dass ihr... Ich will ja nicht, dass ihr im Stehen guckt oder so. Oder unter Stress. Stigma live mit dem Raid. Dankeschön. Herzlich willkommen. Raffi mit dem Sub. Dankeschön. Christian Clement ist auch am Start. Habe ich vorhin, glaube ich, angenommen. So. War hier nicht irgendwie so ein Drache oder so ein Scheiß? So ein Driggity Driggity Drache? So ein Drake? Kiki, do you love me? You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. I know when a hotline blink. That can only mean one thing. I know when a hotline blink. That can only mean one thing. Never see my people, see my boo. Scheiße. Ah. Warum ist der so stark? Juhu! Great Lands. Oh, die ist aber cool, oder? Ist irgendwie cool. Alter. Die ist nice. Habe ich noch ein erstes Start oder was?
Ja, guck mal an, habe ich ja ganz vergessen. Nee, ich will noch ein Stückel weiter gerade. Ich würde einfach mal. Machen wir mal ein bisschen eine Runde Katana. Aber ab und zu mal ein bisschen. Bisschen Abwechslung rein, Leute. Bisschen Abwechslung. Der lebt doch, oder? Das ist doch ein Gegner. Ja, nicht. Okay. Hier auch wieder Lore. Irgendwas mega Interessantes offenbar. Irgendwie, warum die hier alle rumchillen, weiß ich auch nicht. Warum die noch so Porzellan sind. Okay, hallo. Oh, hi. Ja, nee. Ich habe mir unsere Grillparty anders vorgestellt. Ich würde dann noch mal einen anderen Mal vorbeischauen. Ich will jetzt mal gucken, ob ich meine Waffe doch nicht, ob ich die nicht doch schon leveln kann. Bin mir nicht sicher. I ain't sure, mate. I'm not sure if I'm able to upgrade my weapon that I'm talking about. I mean, sometimes you've got to go to the smith and just check out if you can, you know, actually kind of upgrade your weapon. You know what I'm talking about, mate? First we're going to reinforce the Estus flask and we're going to try and reinforce the weapon, innit? Oh, wir können. Ja! Oh ja! Wir haben schon plus 8. Nice. Nice, nice, nice. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Pretty, be careful. It's Tuesday, innit? I don't want to see. Tuesday, innit? Warte mal, gib mir mal kurz eine Sekunde, ja? Kurz was. Manchmal muss man mit seinem Cutter schreiben, manchmal muss man mit dem Cutter kommunizieren. Alle! Manchmal muss man mit dem Cutter schreiben, manchmal muss man mit dem Cutter kommunizieren. Okay. Ich habe noch Asche für die, Alte. Ich hab's abgegeben, ja. Warte, give Ash. Gracious. Ich fände es irgendwie cooler bei dem Game, wenn man sehen würde, was man für die Asche direkt bekommt, weißt du? Also welche Items freigeschaltet werden, das finde ich irgendwie nicer. Weißt du was, ich kaufe mal ein bisschen nur zu dem Scheiß, zur Sicherheit. 20. Und das haben wir noch genug. Wir haben jetzt hier Gold Pine Resin. Oh, das ist auch ein gutes Item, hol ich mal alle. So, jetzt wissen wir wenigstens, wofür wir unsere Kohle ausgeben können, weil Leveln lohnt sich eigentlich gar nicht mehr richtig. Ja, wieder zurück. Let's go. Das andere Moss ist das, was du brauchst. Oh, Kate Moss, Junge. Dragon Barracks, okay. Dragon Barracks! Oh, Leute, das macht grad Bock mit euch. Ich sag's, wie es ist, ey. Keine Ahnung, was da gestern los ist, ey. Ist, aber wenn ich entspannt bin, das ist eine ganz andere Nummer hier. Wie kriege ich das Item, was zwischen meinen Hörnern ist, da? Okay, ich glaube, man muss jetzt hier einfach durchrennen. Oder man kann. Also ich mach's einfach. Ich glaube, man kann hier irgendwie nach rechts und dann schnell irgendwo hoch. Ja, oder halt nicht so, ne? Aber hier, guck mal, habe ich doch direkt einen Weg gefunden, jetzt, den ich sonst nicht gesehen hätte. Nice. Ja, easy. Geil. That went better than expected, würde ich sagen. Ah, nein, die Viecher! Joink. 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 Moment, finde ich interessant. Smorfson sagt, hey Donny, wollte die gute Laune nicht stören, aber Lance hat Gascoigne in seinem ersten Mal Bloodborne in unter 8 Versuchen gelegt. Bin nur Messenger. Ach, Lance Butters meinst du? Wieso sollte das meine Laune stören? Da freue ich mich doch.
Aber hat er die Musicbox benutzt? Ich hab gerade echt gedacht, wen meinst du? Nee, das tut mir auch meine Laune nicht verdirbt. Das finde ich cool. Nina! Halt dich zurück. Mich würde interessieren, ob er die Musicbox benutzt hat. So, warte hier. Was haben wir hier? Ambush ahead. Okay, das stimmt meistens sowas. Kommt die von oben? Nö, das sind einfach solche Ninjas oder was von beiden Seiten. Nur einer, den sehe ich doch. Ja, so gesehen. Oh, Vorsicht. Katana-Style! Wait, streamed Lance? Ja. Ich weiß zwar nicht, wie regelmäßig und wie oft, aber ich sehe zurzeit immer öfter auch so Instagram-Ankündigungen. Und er spielt auf jeden Fall Bloodborne. Wird den gerne mal raiden, auf jeden Fall, wenn er spielt. Ich weiß aber nicht, wann der mal streamt. Weil du acht gebraucht hattest? Nee, er hatte keine Special Items benutzt. Ah, okay. Siehst du mal, Nina, ich habe auch 8 gebraucht. Ich bin nachweislich Godgamer. Ja, also. Wir respektieren hier jeden, der überhaupt das Coin schafft. Ob in 20 oder in einem Versuch. Auf meiner Liste ist jeder cool, der Gascoin schlägt. Ich habe ja übrigens immer noch einen angefangenen Bloodborne-Run, ne, den ich nicht beendet habe. Oh, Hallöchen! Den pariere ich jetzt mal. Oh. Boah. Ah, machen wir doch nicht. Das stecken wir in den Arsch. Oh, der regnet. Zauberscheiß. Oh, das... Der Abstand. Oh, ich habe kein Estus mehr, oder? Hä? Achso, der hat diese Scheiße. Der hat diese Scheiße, dass ich nicht heilen kann. Und dann macht er sein fucking Spin. Ja, Lance Brothers streamt immer mal wieder, aber macht nach Lust und Laune meistens dann, wenn Donny nicht on ist. Sorry, aber es gibt nur einen wahren Godgamer und das ist Matteo. So, jetzt ist gesagt. Okay, Frankie6476, bitte merken meine Mods, da gibt es natürlich einen saftigen Bann. Spaß fürs Waterboy, Spaß, nicht bannen, bitte. Sorry, wer ist Lance Butters? Buckbaser. Ist ein Rapper. Ein deutscher Rapper. Google mal am besten. Er ist einfacher. Sonst mache ich hier nur künge Erklärungen. Guck mal, hier oben gibt es ja auch noch eine Ebene. Oh, das ist doch bestimmt ein... Ist das etwa wieder ein... Das ist doch bestimmt wieder ein Shard. Das ist aber ganz gut. Dann geht jetzt einfach links lang. Boah, die Gegend ist stressig vom Sound her, ey. Scheiße. Ich kann wieder nicht heilen. Ein Schlag noch. Oh, wichtig. Okay, nice. Ganz ruhig. Mann, dieses Item, was die auf einen schmeißen, ist richtig fies, dass man nicht heilen kann. Wie lange geht denn das jetzt noch? Der Debuff. Oh, la-di-da-di-da, ladies and gentlemen. Gib mal jetzt wieder. Ich will aufhören zu vapen hier, Alter. Vape Nation? Borstel, ist das denn von ihm schon angekündigt worden? Der schmeißt die Dinger, ne?
large soul of a nameless soldier. Okay, gut, dann, ich wusste das schon etwas länger. Boah, ich wollte natürlich nichts spoilern für Max oder so. Ja, Enno spielt auch Dark Souls 3, fängt damit an jetzt, glaube ich, die Woche. Oder morgen, hast du gesagt? Da freue ich mich auch schon drauf. Ich werde natürlich sneaky alle meine Streams genauso planen, dass ich immer sozusagen nur streame, wenn er ungefähr so gegen Ende seiner Streams ist, dann werden wir schön die Raids abfarmen, Leute, oder? So ein Streamer werden wir, oder? Eins im Chat, wir werden schön die Raids von Hanno abfarmen. Gehen immer schön, da machen wir aber immer so aus, wir sehen so, ach krass, ach echt, danke für den Raid, krass, Hanno, wusste ich gar nicht. Ach so, der war auch online? Wie, Hanno war on? Oh krass, ey, vielen Dank für den Raid, Leute, so viele Leute hier, krass, keine Ahnung, Hanno spielt auch Dark Souls? Sagst du es 3? Wie cool. Hey, ich bin Donny. Hi, herzlich willkommen. Bei mir könnt ihr gerne einen Sub da lassen. Wenn ihr wollt, müsst ihr aber nicht. Oh, lol. Ich werde mal schön Halo raiden, ne? Dann geht's richtig ab. Hat auch ein paar Zuschauer. So, warte mal. Drachi Bachi ist wieder hier am Stressen jetzt, ne? Ah, bis wohin halt. Oh, ah, das macht Aua. Okay, weil ich sehe, ich glaube, da will ich hin im Endeffekt, darüber. Die Treppe hoch. Okay, hört er jetzt nicht auf, oder? Schaff ich. Au, heiß. Ja. Glaubst du, sollte man es eigentlich nicht machen? Nee, Hanno hat Dark Souls 3 noch nie gespielt. Deswegen wird das auch, glaube ich, sehr unterhaltsam. Für alle Zuschauer. Ich prophezeie, das wird ein super Let's Play. Der hat mir auch privat ein paar Mal geschrieben, bei jedem kleinen Post, den ich gemacht habe. Dass er nicht gespoilert werden will. Ich habe sogar extra ihm zuliebe da ein bisschen drauf geachtet, dass ich bei Insta und so nicht so viele Clips, also so Boss-Clips oder so poste. Weil ich bin einfach selbstlos. So, warte. Ich will jetzt hier aber mal gucken, was hier noch war. Kann ich hier noch ein Item joinken? Der kam ja, glaube ich, erst spät in die FromSoft Games, so wie ich das verstanden habe. Also der hat ja Dark Souls 1 mit Glücksrad gespielt. Und das war halt hammer funny. Ich habe das selber auch geguckt. Ich war auch einmal sogar bei einer Folge zu Gast. Was ich sehr cool fand. Dass er mich da eingeladen hat. Und ja, ich habe das auch sehr gerne geguckt selber. Er macht das einfach unterhaltsam. Und lässt sich halt immer on top so ein paar Sachen einfallen. Mach ich halt nicht. Ich finde das Game schon so stressig genug, da habe ich keinen Bock, irgendwie noch so ein Rad des Todes neben mir zu haben, wo man bei bestraft wird und so. Aber es ist natürlich eine super Idee, sowas so noch on top unterhaltsam zu machen. Das Ding ist halt, weißt du, ich stream halt und bin halt lustig, weißt du? Weißt du, also ich, im Gegensatz, der Herno hat halt so ein Rad und so, ich bin halt einfach so, ich mache halt Gags und so. Also ich versuche halt zu unterhalten, einfach mit meiner Art, so, ne? Wie ich es halt mache. Und Herno hat halt so ein Rad, ne? Oh, lol. Ist das hier eine Wall? Ich freue mich voll, dass Hanno streamt, weil dann habe ich hier neben Matteo nochmal jemand, wo man auch mal so Shots feiern kann und mal gucken kann. Aber die dürfen halt keine Shots gegen mich feiern, ist klar, ne? So funktioniert das nicht. Okay, warte, jetzt mal. Achtung. Was ist hier los überhaupt? Ach, das ist. Guck mal, ey, ist das die Hand vom Dach? Ja, entspann dich mal, fucking Messer, Mann. Jetzt lasst mich mal kurz gucken. Kann man hier vielleicht den Drachen killen? Ey, for real, soll ich da draufhauen? Das ist. Eine Bombe schmeißen? Vielleicht.
verstehe das nicht. Es ist gar nicht Teil des Drachen. Oh, scheiße. Heilen, nicht Bomben schmeißen. Scheiße. Warte, dann schmeißt doch jetzt. Oh, was ist das für Viechzeugs? Der wird jetzt gecheased. Fuck it. I am a fire starter. Electric fire starter. Ist der Drache tot? Wie geil ist das denn? Ich bin ein Dragon Slayer, Alter. Ich bin einfach ein Dragon Slayer. Jetzt kann ich alle Items da unten schön abfarmen. Und ich hab noch 4 Heals. Geil. Warte mal, aber kurz mal gucken, was hier war. Gut, dass ich hier erst hingeguckt habe. Ich glaube, hier ist wirklich nur noch so ein paar Items. Dann komme ich eh noch da unten. Hier, gib mir was Geiles, du geiler Glitzermann. Gib mir was Geiles. Hat jemand zufällig geguckt, was wir für die Twin Blades als nächstes für Upgrade-Material brauchen? Ich habe nicht geguckt, bin jetzt bei plus 8. Ist das dann schon so Twinkling? Nee, Twinkling ist eigentlich war für Bosswaffen, oder? Ich brauche 6 Chunks. Okay, Titanite Chunks. Oh, haben wir. Hier steht's ja auch, die Erklärung. Reinforced. Das ist was anderes. Wir haben aber noch. Haben wir nicht noch einen Coal aufgesammelt? Irgendwas? Muss ich auch noch abgeben. Profaned. Das letzte Slab. Okay. Fine Gem. Also Dark Souls 3 hat auf jeden Fall deutlich mehr Gems als Dark Souls 1, ha? So, jetzt können wir hier in Ruhe einfach mal schauen. Ich meine, hier ist doch noch ein Item. Das hole ich mir doch hier. Das habe ich da vorhin. Guck mal, habe ich mir gemerkt, Junge, der ist on point heute. Guck, ist ein gutes. Ich habe mir schon gedacht, das ist was Geiles. Nice. Geh ja wieder hoch, keine Sorge. Muss nur jetzt aufpassen, dass ich die Orientierung nicht verliere. Ich habe ja hier alles gekillt schon, glaube ich. Nee, da ist immer noch der Ambush, schade. Warte mal. Lass mich einfach bitte. Ich sterbe, ne? Oh, fucking Dodges des Jahrhunderts. Oh, ich bin gut. Oh, aua, aua. Oh, hier, genau, die Seelen. Oh, ich bin so ein Lacker. Ich habe die Seelen ganz vergessen, ehrlich gesagt. Vergessen, dass ich hier gestorben bin. Oh, fuck. Uff. Oh. Oh, das ist eine ganz schwierige Situation hier unten nochmal. Das ist nicht gut. Nein! Ja, da habe ich mich selber reinmanövriert. Ist aktuell Handball ein Thema für euch? Oh, ich wollte immer Handball mögen, ne? Ich wollte immer Handball mögen, aber ich kam immer nicht rein. Ist irgendwie nichts für mich. Guck mal, da ist noch ein Item, stimmt. Ja, wir haben die. War jetzt nicht so schlimm. Wir gehen da nochmal hin. Ein bisschen gechillter jetzt. Warte mal, aber die Gegner sind jetzt wieder da. Hier war es irgendwie nervig. Gehen wir schnell hoch. Geht das? Komm ich hier hoch ohne Stress? Jawohl. Nein! Ah, nee! Oh, fuck. Oh nee, ich kann nichts machen. Oh. Rest in Peace, Seelen. Ja gut, waren eh nicht viele. 26.000 oder was? Scheiß drauf. Joram Lucifer. Danke dir erneut für den Support. 5 Gifted Subs von Joram. Dankeschön, Dankeschön. Appreciate it. So, Freunde, ich will jetzt nicht mehr lange machen, aber ich will einmal noch irgendwie ein bisschen hier was abchecken und dann war echt das für gut für mich heute. Ich streame schon 4 Stunden.
Ich will mich jetzt hier nochmal kurz umschauen. Die Seelen sind eh weg, aber was war hier eigentlich? Kommt man hier irgendwie rein? Nee, ne? Hier ist auch kein Hebel oder so, ne? Leonardo Calabrio, der Name, der mich seit Jahren schon verwirrt, weil ich natürlich immer Leonardo DiCaprio lesen will. Grüße dich. Guck mal einmal hier oben nochmal, was da war. Ich muss das, glaube ich, kurz einmal geduldig klären, sonst kriege ich hier nur Ärger die ganze Zeit. Die Bomben, die ziehen echt ab. Okay, warte. Ich muss die ganz kurz erledigen, glaube ich. Alien-Gegner. Guck mal, all diese Bomben, Alter. Oh, fuck. Mann, was sind das für Wichser? Aber ehrlich. Ich habe noch gesagt, ich mache konzentriert. Komm, einmal noch jetzt, bevor. Ich bin schon hier auf. Ich kenne mich. Ich habe jetzt schon so Feierabend-Gefühl. Aber da muss. Man hat erst Feierabend, wenn es Feierabend ist, Leute. Du kannst ja nicht, wenn du auf dem Bau arbeitest, auch nicht sagen, um Viertel vor sechs. Ja, scheiß drauf, ich zieh den Helm ab. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Und dann. Da muss man zu Ende bis. Liegt hier vielleicht noch irgendwas Geiles an der Schnauze oder so? Nee. Concentration across the nation, bis wir dann für heute den Laden dicht machen, die Türen zumachen, Leute. Den Saal räumen. Erst. Ey, wieso. Ach, wegen den Fässern, ne? Ey, das ist so heftig, wie viel das abzieht, Mann! Ah! Ey, ich bin richtig sauer gerade wegen der Gegend. Und dann schmeißen die anderen ja auch diese Viecher, womit man nicht mehr heilen kann. Oh Mann. Okay. Ja, verpiss dich. Mann, das ist hier eine. Die haben es in sich, die Gegner hier. Oh! Boah. Jetzt noch den oben einfach noch, weil der hat's verdient, Alter. Der hat's so verdient. Der kriegt jetzt richtig einen aufs Maul. Ich will diesen Balkon noch checken. Da war noch was. Donny, wann wird wieder gebuddelt? Nerdsachen. Moin, danke für den Resub. Ja, Minecraft geht nie weg, sag ich mal. Das mache ich spontan. Ah, jetzt so ist das hier immer, oder was? Die machen immer hier so ein Gangbang auf der Leiter, oder was? Donny, meinst du, du bist zum Shadow of the Erdtree DLC fertig mit DS3? Ja. Weiß gar nicht, ob ich das Let's Playen werde, ne? For real. Ich werde es auf jeden Fall streamen. Aber ich werde mir das einfach mit euch gemeinsam angucken und je nachdem entscheiden, ob es mir gefällt oder nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Elden Ring ist schon so lange. Ich habe irgendwie mit Elden Ring so abgeschlossen. Ich war auch irgendwie. Okay, Titanite Scale. Ich war bei Elden Ring tatsächlich auch niemand, der das noch weiter groß gezockt hat, ne? Also, das hat aber nichts damit zu tun, wie mir das Spiel gefallen hat oder nicht. Vielleicht fühlt ihr das. Ich hab irgendwie voll gedacht bei Elden Ring, als ich es durch hatte, so, das ist jetzt ein Spiel, was ich dann auch mal auf der Couch anschmeiße und dann einfach weiter so explore, Gegend erkunden und so, aber es hab's nicht gemacht. I don't know, ich bin irgendwie so, ich hab irgendwie, wenn ich denke, ich hab ein Spiel durch, dann ist es durch. Hab mich selber gewundert, aber ich bin dann eher so, genau, ich hab, glaube ich, nochmal ein Spiel neu angefangen, das mache ich dann eher, das war auch ganz, ganz cool, da habe ich mit einem Zauberer mal gespielt. Achso, hier geht's genauso hoch, okay, got it. Aber, nee, natürlich, ich hab irgendwie das Let's Play war auch super, habe ich hier komplett durchgestreamt, alles. Dann auch echt einige Folgen, bestimmt 30 oder 40, oder? Keine Ahnung. Das hat ein halbes Jahr auf jeden Fall den Content hier sehr beeinflusst, aber. Also, hab's geliebt, aber mal gucken. Das ist bestimmt so ein Buff-Mann, oder? Halt's mal. Okay, warte, was ist das jetzt, ein Mimik oder nicht? Nee? Better safe than sorry, huh? Ja.
Aber jetzt, in letzter Zeit zocken das auch wieder einige Streamer. Wahrscheinlich auch eher, ist wahrscheinlich schlau. Die zocken das wahrscheinlich auch so zum Wiedereinkommen in Elden Ring, ha? Für das DLC. Ich glaube, das braucht man so ein bisschen. Guck mal, übelst viele Titanite-Skills in der Gegend hier, ey. Aber die sind für. Wie war das nochmal? Titanite-Skills sind für bestimmte Waffen, ne? Wie war das nochmal, Chat? Titanite-Skills sind so für. Nee, nicht für Drachenwaffen. Wie. Die sind nicht für normale. Sind die für Bosswaffen oder so? Bosswaffen, okay. Also Leute, ne, wir machen jetzt nur noch bis zum nächsten Bonfövre und dann ist auch gut. Für heute war ein sehr schöner Stream heute, auch mit dem Just Chatting davor und so. Haben wir auch mal wieder ein bisschen YouTube-Content gemacht. Für die Leute, die halt nicht so dabei sein können bei meinen Streams, wenn ich mal auch so Reactions mache und so. Könnt ihr schon mal überlegen, wenn wir raiden können. Ich habe jetzt noch niemand auf dem Schirm. Ach ja, guck mal, hier geht jetzt einfach die große Tür auf. Das ist schon geil gemacht. Aber wo ist jetzt mein Bonfire? Einfach wirklich wahrscheinlich da unten, ne? Dieses, am unteren Ende. Guck mal, die werden alle gebufft hier. Nee, das mache ich nächstes Mal in Ruhe, Leute. Ich setze mich ans Bonfövre und dann ist gut. So, da haben wir's. Schön. Schau mal eben. Wegen Raid. Morgen Abend kann ich nicht streamen, Leute. Da habe ich gestern die Geisterbahn-Aufnahme. Wir produzieren vor. Also nehmen zwei Folgen auf. Das wird dann länger dauern. Ich glaube ehrlich, dass ich danach dann nochmal streamen werde. Mal kurz. Hier gibt's einen, der heißt Montana Black. Wollt ihr dahin? Wo könnte ich raiden? Ich raid Fischersnet, der hat mich neulich auch geraidet. Da gebe ich doch gerne den Raid zurück. Und wünsche euch viel Spaß. Bei allem, was ihr heute Abend macht. Und wir sehen uns am Donnerstag wieder. Mittwoch, es sei denn, ich mache morgen Mittag was. Aber ich glaube nicht, weil. Irgendwie glaube ich es nicht einfach. Also war echt schön mit euch heute. Vielen Dank. Ja. War eine coole Folge, hat Bock gemacht. Dankeschön. Also bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Ciao, ciao. Bye.